Oh, Moment. Can I? I can. Das ist das Inventar. Also wenn ich... Also das hier. Wie viel Schrott kann ich denn haben? Weil es steht immer da Inventar voll. Kann man ja gar nicht viel sammeln. Sollte ich zu ihm hingehen? Oder sollte ich lieber hier? Ist da was? Oh Gott. Oh Gott, der Flugschreiber. Was hat die jetzt plötzlich so den Kopf rumgezogen? Was? Was? Was ist denn das für ein Passwort? Okay. Konzentrier dich. Unbefugter Zugang registriert. Sicherheitsabriegelung eingeleitet. Sicherheitskontrolle wird ausgeführt. Oh, kriegen wir jetzt wieder Ärger? Jetzt hier wieder raus. Ich will raus. Bist du selbst auf das Spiel gekommen oder wurde es dir vorgeschlagen? Das Spiel gab es gratis bei Epic im Adventskalender. Und mein Mod hat von einer anderen Streamerin erzählt, die das Spiel spielt. Und die von Schrank zu Schrank gesprungen ist, quasi. Deswegen wollte ich das auch mal. Oh, ich verstehe. Probieren. Ja, ich muss die alle hier rüber schicken. Oder? Okay, ein funktionierender Zugangsgenerator. Wie kommst du darauf? Mal schauen, Susi. Was? Oh! What? What? Wait. Ich hab nicht aufgepasst. Mal schauen, ob das klappt. Verdammt, hab ich's kaputt gemacht? Auch wie Cyberpunk. Ich will trotzdem mal hier hinten gucken gehen. So. Aber das ist cool. I like.
vom Tech-Support. Wait, da ist nichts auf dem Flugschreiber. Wir haben weiß Gott wie viele Firmendatenschutzrichtlinien gebrochen und können nichts vorweisen. Nichts außer dem Weyland-Yutani-Logo und einer leeren Auslesung. Diese Teile wurden für die Ewigkeit gebaut. Also hat entweder jemand auf der Nostromo den Mutterprozessor beauftragt, ihn zu formatieren, oder die Daten waren beschädigt, bevor sie hier ankamen. Kann mir vielleicht jemand erklären, warum das eine Priorität war? Das Spiel kostet ja immer noch 37 Euro, glaube ich. Ich hätte es mir auch nicht gekauft, muss ich sagen. Dafür spiele ich solche Spiele eigentlich nicht. So Horror und so. Aber es war gratis und deswegen dachte ich, spiele es. Das heißt, ich habe auch keine Ahnung, was ich hier eigentlich machen soll. Also, außer das, was das Spiel mir halt sagt. Und das ist richtig. Cyberpunk ist wie Alien Isolation, nicht andersrum. Alien Isolation gibt es schon viel länger. Alarm, Alarm! Das kann nicht wahr sein. Deaktivieren Sie das. Ist das schon gut so? Ich versuche so angstfrei wie möglich hier geringe Energie. So angstfrei wie möglich durchzugehen. Deaktivieren Sie die Sicherheitsabriegelung. Kann ich das mit meinem Ding, was ich habe, einfach machen? Warte mal, jetzt kann ich doch hier auch rein. Das. Ich habe gerade gespeichert, Emilia. So, ich dachte mir auch, ich speichere mal kurz zwischen. Wieder zugreifen. Ich glaube, dann stoppt so die Zeit, oder? Archiv. Chief, die gute Nachricht ist, dass die Archivierung des internen Mailsystems von Sevastopol im Zuge der Stilllegung zu 80% erledigt ist. Die Verbindung zu Apollo wurde getrennt, aber das einfache Nachrichtensystem funktioniert noch für die Leute, die noch hier sind. Die schlechte Nachricht, wer auch immer das System erstellt hat, hat bei der Hardware gespart und es gab ein paar undichte Stellen. Mike Tanaka schaut sich die Sache an. Er ist der Spezialarchivar, den wir bestellt haben. Und er scheint sich auszukennen. Ich wollte sie nur schon mal warnen. Vorposten des Fortschritts 1. Bewusstlose Isolation. Die Raumstation, die niemand wollte, verwaltet von einer Firma, die wir alle vergessen haben. Sevastopol ist nur noch ein rückständiges Nest. Die Bevölkerung liegt in einem Zehntel der Optimalzahl. Andockrampen stehen leer und die Rollläden der Geschäfte sind allesamt runtergelassen. Bestellungen für Sixons kostensparend hergestellte Androiden sind längst Schnee von gestern und das antiquierte Apollo-KI-System unterliegt häufigen Störungen. Wie konnte es so weit kommen? Und viel wichtiger noch, wohin sind Milliarden von Dollar an Investitionen verschwunden? Mein Name ist Julia Jones. Für diesen Bericht in der Colonial Times habe ich 2 Monate lang auf der Sevastopol gelebt und den Preis entdeckt, den unsere zweitrangigen Firmen für ihre Überexpansion im Wettrennen in die Tiefen des Weltalls bezahlen müssen. Audio ist nix, Zubehör ist nix. Puh. Ja, das was Susi schreibt. Danke, Susi. Ich wünsche dir guten Appetit, Emilia. Und vielleicht bis dann, falls ich noch da bin. Ansonsten
bis zum nächsten Mal. Falls wir uns nicht mehr lesen, hören sollten, ich wünsche dir dann einen guten Rutsch. Einen entspannten Start ins neue Jahr. So, Schrott ist voll. Dass man immer noch Q drücken muss, wenn man... Oh oh! Xeni? So, jetzt ist es unterwegs. Muss ich da lang, wo Xeni hin ist? Hallo Dystopia! Musste ich jetzt lang? Da? Oder da? Es ist auf jeden Fall da. Und Xeni ist eigentlich ein schöner Name. Wollen wir es Xeni nennen? Kann das hier drin sein? Juni hat eben alte 4 gedrückt nach einer Stunde Grind. Ach, hier waren wir schon. Ja, hier waren wir schon. Oh, was ist das? Man weiß es nicht. Was soll's? Lass uns ein bisschen Spaß haben. Ich glaube, ich muss da lang, wo Xeni lang ist. Sind hier Schränke? Da ist ein Schrank. Hör ich das, wenn Xeni kommt? Okay, jetzt geht's los. Also hier kann Xeni nicht rein. Ich drück A. Xeni, weil es ein Xenomorph ist. Okay. Ja, jetzt haben wir... Okay, wir haben uns einfach nur die Abkürzung aufgemacht. Xeni! Nee, also hier geht's nicht lang. Hör ich das, wenn Xeni kommt? Ist das sicher darauf bezogen, Susi? Ich weiß es nicht.
Und wo respawne ich, wenn Xeni mich umbringt? Erstmal speichern, falls es mich hierhin zurücksetzt. Okay, letzter Speicherpunkt, also hier. Wo muss ich eigentlich hin? So. Ich muss zurück zu dem Aufzug. Aber wo ging's lang? Dort unten, ne? Hat das die Schatten gemacht? Oh, was hier? Please order. Mach halt noch lauter den Schrank auf und zu. Das hat gar nicht den Schatten gemacht. Ui, was ist das? Muss ich hoch? Ich weiß nicht mal, wie ich zurückkomme. Ich guck einfach ein bisschen raus. Je lauter ich bin. Also muss ich die ganze Zeit kriechen? Ist das ein bisschen wie bei In Silence? Aber ich kann auch nicht die ganze Zeit kriechen. Bist du? Gehen macht auch keine Geräusche. Okay. Concentration. KI funktioniert ein bisschen anders. Herzschlag? Guckt Xeni sich um?
la la la. Schnell! Oh. Geschafft! Ich habe auch Schritte gehört. Willkommen bei Seekson Communications. Bitte melden Sie sich an der Rezeption an. Hallo, ich habe mir Alien mitgebracht. Die wissen noch gar nichts von ihrem Glück, oder? Hallo, mein Name ist Ripley. Amanda Ripley. Ich brauche Ihre Hilfe. Bitte nehmen Sie Platz. Es wird sicher gleich jemand bei Ihnen sein. Kein Wunder, dass Seekson das technische Wettrüsten verliert. Auf unsere Chemies ist Verlass. Immer verfügbar, immer hilfsbereit, immer für Sie da. Ja, das habe ich doch... Susi, du kennst mich doch. Ich mache das doch immer absichtlich so knapp. Ich möchte doch einfach nur, dass das für euch ein spannendes Erlebnis wird. Ist wie bei Little Nightmares gestern. Ich mache das doch alles absichtlich. Und eventuell war das knapp. Ich weiß es nicht so genau. Rein theoretisch müsste ich es erst einmal passieren lassen, damit ich dann einschätzen kann, wie nah Xeni ist oder wie weit weg. Also ich muss sagen, hier gerade ist mein Stresslevel voll in Ordnung. Aber da gerade eben, es war, ja, ich bin froh, dass ich dort weg bin. Ich wusste einfach nicht, von wo kommt Xeni. Das Leben wartet auf niemanden. Und was hat Xeni mit mir vor? Hier bei Seekson wissen wir, dass klare Kommunikation das höchste Ziel ist. Wir verbinden Menschen, wo auch immer sie sich befinden. Daher werden unsere Kommunikationskanäle von der Apollo-KI bedient, die all ihre Anfragen zusammenfasst, sodass ihre wichtigen Nachrichten nicht im Äther verloren gehen. Wir behalten Details im Auge, sodass nichts an ihnen vorbeizieht. Hallo. Sie haben leuchtende Augen. Vom hat ja gerade gesagt. Kann ich Ihnen helfen? Ich muss zur Kommunikationszentrale. Es ist dringend. Das ist ein eingeschränkter Bereich. Es ist ein Notfall. Verstehen Sie denn nicht, was hier los ist? Apollo hat die Lage unter Kontrolle. Ihre Anmeldung ist gleich abgeschlossen. Vergessen Sie's. Ich komme schon selber rein. Davon würde ich abraten. Was wollte ich sagen? Der hat mich... Achso, ich bin so eine... Mir wird gesagt, bitte setzen Sie sich und warten Sie einen Moment. Ich gehe erstmal spazieren. Davon würde ich abraten. Zum Zahnarzt? Oh nein, Julia, das klingt nach einem Notfall. Drück dir die Daumen, dass... Dass es nicht so schlimm ist, Julia. Marktforschung hat ergeben, dass der Umgang mit fortgeschrittenen Jetzt redet ihr gerade. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Hab einen schönen Rutsch trotz Zahnarztbesuch. Und lass es dir gut gehen. Bis nächstes Jahr. Achso, morgen. Das ist das Seekson-Versprechen. Ihr Wohlbefinden liegt uns an. Nur Kontrolle? Silvester um die Uhrzeit? Sehr interessant. Aber dann ist ja gut. Dann ist gut. Morgen 14 Uhr mache ich übrigens mein Bücherbazar. So zur Info. Ich werde aber die Liste der Bücher dann auch nochmal bei Discord hochladen. Da könnt ihr dann auch nochmal durchgucken, falls ihr sagt, ihr wollt vielleicht doch nochmal ein, zwei Bücher haben. Wie gesagt, mit dem Versand und so klären wir dann, aber... Ja. Ah, dann hast du das Übel aber noch in 2020 hinter dich gebracht, Julia. Also dann viel Spaß beim Zahnarzt. Ich hoffe, er findet nichts und dann schönen Rutsch. Guten Rutsch. Bis nächstes Jahr.
muss dort einfach weitergehen. Selbst wenn der sagt, das sollte ich nicht tun, muss ich den einfach ignorieren. Ach, schade, Julia. Aber es gibt das VOD und ich pack's dorthin. Wie gesagt, ich lade die Liste bei Discord hoch. Hier bin ich rausgekommen. Dann kannst du da nochmal durchgucken. Hier ist schon wieder so ein Hahn. Was haben die immer zu sagen? Menge Energie. Eine Art Tracker. Er wurde modifiziert. Haben Sie sich verlaufen? Ja, Entschuldigung. Nein, kein Problem. Einfach nur Deko? Wirklich? Ich habe immer das Gefühl, der ist immer irgendwo da, wo irgendwas Wichtiges passiert. Ah, ja, ja. Ich habe einen Bewegungssensor. Begeben Sie sich umgehend zum Kommunikationszentrum. Muss ich den umbringen? Oder muss ich hier... Investorfreundin im Spiel? Muss ich hier diese Neuverkabelung machen? Um die irgendwie abzulenken? Lautsprecher, jetzt habe ich Lautsprechersystem. Wie komme ich? So, ich komme ins Terminal. Türüberbrückung. Ich habe ein manuelles Schloss an der Tür nach oben angebracht, um Unfälle zu vermeiden, während wir herausfinden, was hier los ist. Fehlerhafte Datei. Unser Manifest. Zuerst erschien ein Auge auf Seekson. Wir wollen ihnen keine neue Welt zeigen, wir wollen sie mit ihnen entdecken. Hier bei Seekson soll jede neue Technologie, jedes neue Forschungsprojekt, jede neue Entdeckung, Anwendung im Alltag finden, um ihnen zu dienen. Wir hoffen, sie werden sich uns auf dieser Reise anschließen. Ja, ich habe erst schon in so einem Ladebildschirm stand schon da, bei dem Bewegungssensor muss man aufpassen, weil der nur nach vorne guckt und nicht nach rechts und links. Ich hoffe, bei dem Ding geht der Akku nie alle. Oder es gibt keine Funklöcher, oder? Also, wie so Störungen. Ich bin schon voll erschrocken gerade bei dem Bewegungssensor, weil dann dieser Crashtest-Dummy reinkam. Morgen gemeinsam. Seeksons Reise in den Kolonialweltraum
Achso, in den Kolonialweltraum. Eine offizielle Chronik von Sebastian Sieg. Zuerst erschien in Auge auf Siegson. Unser Ursprung im All. 2034 änderte alles. Die Ankunft der Überlichtreise ebnete Siegson, vormals Sieg und Sohn, den Weg zum Erfolg. Das Rennen in den Weltraum begann und unter der steten Führung des Gründers Josiah Sieg war unsere Firma bereit für die kommenden Jahre. Sieg und Sohn baute die Komponenten, mit denen Schiffe den Kolonialweltraum über das Sonnensystem hinaus ausbreiteten. Wayland Corp. teilte seine Überlichttechnologie nicht mit anderen Unternehmen. Glücklicherweise stand Josiah Sieg parat, um parat zu spekulieren, innovieren und produzieren. Ohne Sieg und Sohn sehe der Himmel heute wahrlich anders aus.